Im Rahmen der Gamescom konnten wir schon vorab einen intensiven Blick auf die Inhalte der Battlefield 1 Beta werfen. Wie es sich für ein waschechtes Battlefield gehört, spielen Fahrzeuge auch hier wieder eine entscheidende Rolle. Im folgenden Video stellen wir euch die Vehikel vor, die in der Beta erstmals zum Einsatz kommen. Eine Übersicht zu allen anderen bereits aus der Alpha bekannten Fahrzeugen findet ihr gesondert in unserem bereits veröffentlichten Video. Pferde feiern im kommenden Titel ihr Battlefield-Debüt. Wirklich viel halten die Rösser nicht aus, dafür sind sie extrem schnell und äußerst wendig. Für Nahkampfkills reitet ihr Gegner einfach über den Haufen oder greift auf einen Säbel zurück. Auf mittlere Distanz feuert ihr einen Karabiner ab, der sich allerdings nicht in den Zielmodus schalten lässt. In den Satteltaschen eines Pferdes finden sich zudem Munitionskisten und Medipacks, mit denen ihr euch oder eure Kameraden versorgen könnt. Anders als bei den Quads aus dem letzten Serienteil dürft ihr aber nur alleine im Sattel Platz nehmen. Der Artillery Truck bietet Platz für gerade mal eine einzige Person. Das schwere Geschütz des Panzers hat dafür ordentlich Reichweite und zerlegt leichte Fahrzeuge sowie Gebäude im Handumdrehen. Im Gegenzug ist die mobile Artillerie nicht sonderlich stark gepanzert, fällt allerdings relativ schnell und überraschend wendig aus. Gegen Infanterie steht euch im Artillery Truck ein nach vorne gerichtetes MG zur Verfügung. Vor gegnerischen schweren Panzern solltet ihr euch allerdings vorsehen. Im Conquest Mode bekommt das unterlegene Team einen Behemoth zur Seite gestellt. Auf der Sinai Map kommt dieser in Form eines gepanzerten Schienenfahrzeugs daher. Mit dem Zug lassen sich einige Kontrollpunkte sogar direkt anfahren und erobern. Insgesamt bietet der Stahlkoloss Platz für 6 Spieler. Natürlich verfügt der Behemoth wieder über jede Menge Feuerkraft. Die 3 Artilleriegeschütze eignen sich besonders gut gegen feindliche Panzer, 3 schwere MGs sorgen für die nötige Unterstützung gegen Infanterie und Flugzeuge. Die 3 neuen Vehikel könnt ihr ab dem 31. August selbst ausprobieren. An diesem Datum startet die Open Beta zu Battlefield 1 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wir wünschen schon mal viel Vergnügen beim fröhlichen Panzern.